Ladies and Gentlemen, ich heiße Sie herzlich willkommen hier in der Konferenz zu den Hinspielen im Viertelfinale in der FIFA Champions League. Wir befinden uns hier gerade im Prinzenpark von Paris Saint-Germain und Sie empfangen den BVB aus Dortmund. Und dieses Spiel hier, das wird, was Fußball angeht, ein sehr, sehr hochwertiges, denn beide gehören zu der Spitze von Europa und werden das hier heute auch bestimmt zeigen. Und wir gehen mal eine Station weiter in der Konferenz, und zwar nach London. Ein herzliches Willkommen hier auch aus London. Hier empfängt Tottenham Hotspur den FC Brügge. Und Tottenham hat bisher noch kein Spiel in dieser Champions League verloren. Und der Gegner klingt jetzt nicht so stark, aber Brügge hat Man U in der letzten Runde rausgeschmissen und schon für ein oder andere Überraschung gesorgt. Das heißt, hier wird es heute auch spannend und wir gehen zum Anstoß nach Madrid. Ja, ein herzliches Hallo auch hier aus Madrid. Und hier findet heute das Spitzenspiel des Abends bzw. das Spitzenspiel des gesamten Viertelfinals statt. Real Madrid empfängt Juventus Turin, der spanische Meister gegen den italienischen Serienmeister und auch eine Neuauflage des Champions League Finals aus diesem Jahr. So, hier hatten wir gerade ganz kurze Soundprobleme, dafür entschuldige ich mich und jetzt schaltet Juventus hier direkt rein mit einem Schuss und da, ja, da wurde der gute Keylor Navas schon einmal geprüft hier. Aber den hätte er eigentlich auch sicher haben. Denn so gefährlich war das Ganze jetzt nicht, aber Juventus Turin erhält jetzt dadurch eine Ecke. Na, vielleicht können sie diese ja verwandeln. So, nach Risio bringt sie jetzt rein. Da kommt der Ball auf meinen Zugriffssitz gehen, aber Keylor Navas ist da. Tor in Lissabon. Und in Lissabon ist das erste Tor an diesem Abend hier heute gefallen. Ja, und hier in Lissabon gehen die Blues vom FC Chelsea mit 1:0 in Führung. Durch ein wahres Blitztor nach nicht einmal 4 Minuten. Und damit haben sie schon mal ein möglicherweise sehr, sehr wichtiges Auswärtstor erzielt. Gucken wir nochmal hier auf die Wiederholung. Aus der Distanz keine Chance hier für Julio César, irgendetwas zu halten. Man hatte die Abwehr, den Angreifer von Chelsea, Diego Costa, nicht so leicht durchlassen dürfen. Aber geschehen ist geschehen. Und somit führen die Blues jetzt hier mit 1:0 in Lissabon. Dieses Spiel hier gab es übrigens auch schon in der Gruppenphase, genauer gesagt in der Gruppe B. Dort konnte Chelsea das Heimspiel gegen Benfica mit 2:0 für sich entscheiden und in Lissabon, wie auch hier es heute der Fall ist, da gab es ein 2:2 und ich denke, über ein 2:2 würde sich Benfica jetzt nicht mehr beschweren momentan, denn das wäre besser als ein 0:1, aber noch ist hier nichts entschieden. Das Spiel geht ja noch über 84 Minuten, also hier kann noch sehr, sehr viel passieren. Und die Fans von Benfica, die peitschen jetzt ihre Mannschaft natürlich auch nach vorne. Hier ist jetzt Semedo am Ball. Aber Chelsea stellt hier natürlich momentan ganz gut zu. Das ist etwas, was die Engländer echt gut können, nämlich verteidigen. Und dann vielleicht schnell kontern. Das wird wahrscheinlich auch die Taktik jetzt hier von Chelsea sein in diesem Spiel. Denn mehr müsste er eigentlich gar nicht mehr machen. Das Auswärtstor würde ihnen reichen. Aber jetzt kommt hier Benfica über PC. Da ist Jonas, aber Courtois kann den Ball hier erst einmal entschärfen. Aber trotzdem wieder die Heimmannschaft, Samaras, auf Rafa. Tor in Paris. Naja, wir gehen erstmal eine Station weiter. In Paris ist ein Tor gefallen. Ja, hier in Paris geht der BVB mit 1:0 in Führung durch Pierre-Emerick Aubameyang. Gucken wir noch einmal auf die Entstehung. Da pennt die Abwehr von Paris Saint-Germain einmal komplett. Und das nutzt jemand von der Klasse eines Pierre-Emerick Aubameyang natürlich. Und haut den Ball da fast unhaltbar für Kevin Trapp. Fast rechts in den Winkel. Wie auch Chelsea hat damit auch Dortmund das Auswärtstor schon einmal erzielt und könnte jetzt hier vielleicht für eine Überraschung sorgen, denn ich würde auf jeden Fall sagen, dass Paris der ganz, ganz klare Favorit hier in diesem Duell hier ist. Aber Paris scheint mit deutschen Mannschaften Probleme zu haben. Das haben sie auch schon im Achtelfinale gezeigt, denn dort ging es gegen Bayer 04 Leverkusen. Hier im Prinzenpark konnten sie zwar 2:0 gewinnen, aber in Leverkusen gab es dann eben eine 2:0 Pleite, wo sie auch die beiden Gegentore sehr, sehr schnell kassiert haben. Vielleicht passiert das hier heute auch. Und dann konnten sie sich in der Verlängerung trotzdem noch durchsetzen. Aber man hat gesehen, die Deutschen scheinen echt Probleme zu bereiten. Das bestätigt sich jetzt ja hier auch wieder. Jetzt von Paris über Dani Alves. Auf Verratti, aber Sokratis kann dazwischen gehen. Jetzt kommt Dortmund hier mit dem Konter. Mario Götze ist das jetzt hier, aber er fehlt den Ball jetzt auch wieder. Und jetzt sind wieder die Mannen aus Frankreich mit dem Ball. Cavani. Spielen den Ball auf Angel Di Maria. Cavani schießt und da musste Roman Bürki auch einmal
die Arme ausfahren, damit der Ball jetzt hier nicht im Tor einschlug. Das Ganze bedeutet jetzt aber auf jeden Fall, dass Paris Saint-Germain jetzt erstmal einen Eckball bekommen wird. Vielleicht nutzen sie ja jetzt hier ihre Chance, man weiß es noch nicht, aber die Frage wird gleich beantwortet werden. So, Pastore wird den Ball jetzt hier reinbringen. Auf Neymar, aber das Birki und forstet den Ball erst einmal raus. Dortmund hatte im Achtelfinale etwas einen leichteren Gegner, denn es ging gegen den FC Basel aus der Schweiz. Da konnte man zu Hause mit 2:0 gewinnen und das Ganze schon vorentscheiden. In Basel setzt es dann trotz allem eine 0:1 Pleite, aber das 0:1 fiel dann auch erst in der 90. Minute. Das heißt, da war es eigentlich über lange Zeit schon entschieden, dass Dortmund eigentlich weiterkommen würde. Und jetzt, apropos Dortmund kommt, sie kommen hier schon wieder über die linke Seite mit Aubameyang. Immer noch Aubameyang. Immer noch Aubameyang. Da ist Castro Gonzalo Castro, 2:0 für Borussia Dortmund. Und wie auch schon gegen Leverkusen, kassiert Paris Saint-Germain 2 schnelle Tore gegen eine deutsche Mannschaft. Und jetzt führt Dortmund schon 2:0 bei Paris. Und das ist schon mal mehr als eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Sollte es denn hier ungefähr so bleiben, wie es gerade ist. Das ist der Distanz natürlich nichts zu machen für Kevin Trapp. Dem trifft hier garantiert keine Schuld an beiden Gegentoren. Er der Abwehr, die hier komplett gepennt hat. So, also hier in Paris ist schon mal einiges passiert. Das könnte, wie ich finde, auch gerne mal in anderen Stadien jetzt so langsam geschehen. Wie sieht es denn gerade so mit Toren in London aus? Ja, was Tore angeht, sieht es jetzt hier gerade an der White Hart Lane in London nicht ganz so rosig aus. Da steht hier nämlich noch 0:0 zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Brügge. Und hier gab es gerade ein Foulspiel. Brügge spielt hier auf jeden Fall sehr, sehr gut mit, das sei mal zu sagen. Also, ich habe echt das Gefühl, wenn Brügge hier weiterhin so gut mitspielen kann, dass sie hier echt nicht chancenlos sind heute in diesem Spiel. Sie haben ja schon gezeigt, was sie können. Und vielleicht ist ja Tottenham Hotspur das nächste Opfer von den Mannen aus Belgien. Doch Tottenham ist in diesem Turnier einfach vom Niveau her fast schon das beste Team, denn sie haben bisher fast alle Spiele gewonnen, nur eins haben sie unentschieden gespielt. Und das war das letzte Spiel, das Rückspiel in Madrid im Achtelfinale. Und 1:1 gegen Atletico Madrid in Madrid ist alles andere als schlecht. Und deswegen für mich immer noch Tottenham der Geheimfavorit. Aber momentan konnten sie sich eben noch keine klare Torchance hier herausspielen. Jetzt vielleicht über Sissoko. Sissoko immer noch vorbei am ersten. Spielt den Ball dann weiter auf Trippier. Dembélé jetzt hier. Ja, das sieht jetzt alles noch nicht so aus, als hätte es Hand und Fuß. Und wir gehen mal weiter nach Madrid. Ja, wir auch. In London steht es jetzt hier immer noch 0:0. Nur sind hier die Namen der beiden Mannschaften noch einmal in einer etwas höheren Region angesiedelt. Denn Real Madrid spielt hier gegen Juventus Turin. Wie schon erwähnt, das Topspiel hier heute. Und ein gutes Spiel sehen wir hier bisher auch. Beide Teams sind momentan noch auf Augenhöhe. Jetzt kommt Real Madrid über Karim Benzema. Benzema will ihn auf Ronaldo spielen, aber Lichtensteiner kann dazwischen gehen. Und hat den Ball jetzt erst einmal raus. Torchancen haben wir hier auch schon gesehen. Auf beiden Seiten eine. Aber es war ja jedes Mal nicht ganz so gefährlich wie eine Torchance. Am Ende ein Tor draus wird jetzt vielleicht aber mal Real wieder. Aber die Abwehr von Juventus Turin, die ja auch als die beste Abwehr generell in Europa gilt, passt hier auf. Und so ist die alte Dame wieder im Ballbesitz. Marisio jetzt hier weiter auf Sami Khedira, der hier an seine alte Wirkungsstätte von Madrid zurückkehrt. Hat ja ein paar Jahre von 2010 an bei den Königlichen gespielt. Aber jetzt kommen die Königlichen wieder rüber. Isco. Er schickt Gareth Bale. Und Bale wird dann noch im Strafraum gefoult. Und das gibt jetzt Elfmeter für Real Madrid. Und das könnte jetzt heißen, dass Real Madrid jetzt hier das 1:0 erzielen könnte. Natürlich gibt es noch einmal eine gelbe Karte. Denn die Doppelbestrafung wurde ja abgeschafft. Denn nach alten Regeln wäre er jetzt vom Platz geflogen. Aber so ist es nicht. So gibt es jetzt nur gelb. Aber trotzdem Elfmeter für die Königlichen. Und, oh, das ist eine ganz komische Situation, denn Bale läuft eigentlich eher in ihn rein,
und geht dann zu Fall. Ich weiß nicht, ob man das wirklich als Elfmeter sehen kann, aber ich bin auch kein Experte. Der Schiedsrichter ist ein Experte und wenn er sagt Elfmeter, dann wird das Ganze schon richtig sein. Jetzt Ronaldo hat die Chance, Real Madrid in Führung zu bringen, aber er hat auch schon den einen oder anderen Elfmeter verschossen, unter anderem mal drei Stück in einem Spiel. Jetzt auch, Ronaldo läuft an, schießt und Buffon hat ihn. Ronaldo verschießt den vierten Elfmeter generell hier schon in der FIFA Champions League. Und wir wechseln das Stadion und gehen weiter nach Lissabon. Ja, und hier in Lissabon ist, seitdem wir es jetzt mal hier waren, nicht mehr allzu viel passiert. Sonst wären wir natürlich wieder hier am Start gewesen bei dem Tor. Aber Chelsea ist das bessere Team jetzt hier mit William auch ein Schussversuch. Jetzt ist hier Hazard, aber der stand scheinbar im Abseits. Was allerdings nichts zur Sache tat, denn er hat den Ball eh verloren. So, es ist ja recht komisch, dass Chelsea hier weiterhin deutlich besser ist, denn es ist Lissabon, was hier jetzt etwas machen muss. Denn die Ausgangsposition wäre echt nicht so nice, mit einem 0:1 an die Stamford Bridge zu fahren. Das würde eine sehr, sehr schwere Aufgabe werden, aber auch ein 1:1 ist nicht unbedingt gut. Benfica müsste das Ding hier eigentlich gewinnen, um mit einem guten Gefühl nach London zu fahren. Aber noch ist hier nicht aller Tage Abend, denn es ist noch mehr als genug Zeit auf der Uhr. Die Mannheit in Rot und Weiß. So, die versuchen jetzt hier vielleicht auch noch mal etwas, aber sie finden keine Lücke nach vorne hin. Die müssen den Ball wieder zurückspielen. Chelsea stellt hier gut zu. Und Benfica weiß gerade nicht, was es hier machen soll. Das heißt, hier scheint gerade nicht allzu viel zu passieren in Portugal. Und wir gehen mal wieder eine Station weiter. Und zwar nach Paris. Ja, und hier führt der BVB immer noch mit 2:0. Paris ist inzwischen besser in die Partie gekommen. Das hatte man eigentlich auch von ihnen erwartet. Aber der BVB ist immer noch mindestens auf Augenhöhe. Und das ist eine Leistung, die man den Dortmundern echt hoch anrechnen muss. Hier gegen den Hausrundfavoriten, gegen ein Team, was mit Weltstars überfüllt ist. Gerade nach der letzten Transferperiode. Und hier mit 2:0 bei ihnen zu führen, das ist echt eine sehr, sehr krasse Leistung. Respekt an die Schwarz-Gelben jetzt hier an der Stelle. Aber das Ganze müssen sie jetzt noch über die Zeit bringen. Denn ich denke mal, spätestens in der zweiten Halbzeit wird Paris dann angreifen. Und zwar so richtig. Aber es sieht noch nicht ganz so gut aus, das Spiel der Pariser, was sie jetzt hier gerade zeigen. Jetzt kommen sie vielleicht mal, die Maria war, Piszczek hat hier aufgepasst und kann den Ball erst einmal ins Ausklären. So, jetzt Pastore, spielt den Ball auf Cavani. Aber das Ganze klappt hier einfach noch nicht so gut. Verratti jetzt hier. Schürrle, Castro. Ja, Dortmunder lassen jetzt natürlich den Ball ein bisschen laufen. Die wollen das 2:0 auf jeden Fall mit in die Halbzeitpause nehmen, denke ich mal. Und da jetzt hier gerade nicht so viel passiert, wechseln wir auch schon wieder das Stadion und gehen jetzt nach London, genau gesagt in die White Hart Lane zu Tottenham gegen Brügge. Ja, hier steht es immer noch 0:0 und es läuft inzwischen schon die Nachspielzeit hier in der ersten Halbzeit. Tottenham ist das stärkere Team, aber Brügge hat schon gezeigt, dass es kontern kann. Denn durch ein Konter hatten sie schon zwei gute Gelegenheiten. Jetzt kommen sie vielleicht wieder über die rechte Seite hier. Aber das Ganze geht ein bisschen zu langsam. Jetzt hat Tottenham sich schon wieder so einigermaßen geordnet da im defensiven Bereich. Und damit die Konterchance jetzt spätestens jetzt zu Ende für den FC Brügge. Aber 0:0, ich denke, das würden sie unterschreiben. Auch wenn das jetzt hier schon die 90. Minute wäre. Und hier wird jetzt erstmal zur Pause gepfiffen. Und damit gehen wir jetzt auch generell hier in der Konferenz von den Hinspielen im Viertelfinale der Champions League in die Halbzeitpause. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es weitergeht, mit dem zweiten Durchgang. Willkommen jetzt hier zur zweiten Hälfte in den Hinspielen im Viertelfinale in der FIFA Champions League. Wir beginnen hier wieder in Madrid, wo Real Madrid Juventus Turin zu Gast hat. Da steht hier immer noch 0:0, also es ist nichts passiert in der ersten Halbzeit. Zumindest nichts Nennenswertes. Jetzt kommt hier Juventus Turin mal mit Higuain, der hier übrigens auch genauso wie Khedira an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Aber die Real Madrid Abwehr hat aufgepasst. Aber Juventus Turin ist jetzt auch schon wieder am Ball. Chiellini jetzt hier, Khedira. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe bisher, aber noch ein torloses Spiel auf Augenhöhe. Und jetzt kommt Real Madrid über Carvajal, Isco, Ramos, Marcelo. Ja, beide Teams zeigen sich hier extrem ballsicher, aber eben noch nicht so treffsicher. Aber das kann sich ja alles noch ändern.
Pepe jetzt hier am Ball. Tor in Paris. Carvajal, und jetzt ist in Paris auch schon wieder ein schnelles Tor gefallen. Ja, hier in Paris wurde jetzt scheinbar gerade der Startpunkt für eine Aufholjagd gesetzt, denn Paris Saint-Germain kann hier zum 1:2 gegen Borussia Dortmund verkürzen und hat jetzt noch 40 Minuten, mehr als 40 Minuten sogar Zeit, um hier noch auszugleichen. Hier nochmal gucken auf die Wiederholung, dabei geht es gegen die Latte, da war Birki unten und konnte dann nicht mehr rechtzeitig zurück an seinen Posten eilen und so den Kopfball von Cavani nicht mehr abwehren. Und somit steht es jetzt hier nur noch 2:1 für den BVB und da lässt sich natürlich Cavani noch einmal schön feiern. Aber Paris sollte jetzt sich nicht weiter so mit den ganzen Jubel und so ablenken. Die müssen jetzt hier weiter dranbleiben, um das 2:2 zu erzielen, denn ein 1:2, das wäre eine sehr schlechte Ausgangsposition für das Rückspiel in Dortmund. Eigentlich gilt das auch für ein 2:2 und auch nur ein 3:2, weil Dortmund jetzt eben auch schon 2 Auswärtstore erzielt hat und das muss Paris erst einmal schaffen, gerade wenn das Spiel wieder so ähnlich verlaufen sollte wie heute. Aber jetzt stirbt Paris schon ein bisschen früher. Die scheinen hier jetzt wirklich Bock zu haben, nachzulegen. Das will Dortmund natürlich nicht zulassen, denn sie haben ja es ähnlich gemacht in der ersten Hälfte, nämlich schnell nachgelegt. Aber das wollen sie jetzt hier nicht selber erleben. Jetzt kommt mal wieder Dortmund, Castro auf Sahin, das Götze! Und der trifft den Pfosten. Und das wäre hier gerade fast eine blitzschnelle Antwort des BVB gewesen. So, und da gibt es auch schon den ersten Wechsel. Kylian Mbappé kommt für Edison Cavani rein und Thiago Motta für Javier Pastore. Also gleich ein Doppelwechsel. Damit wollen sie wohl für frische Luft sorgen. Ich finde es ein bisschen unverständlich, dass man jetzt schon Cavani rausnimmt. Es sei denn, er hätte sich vielleicht ein bisschen verletzt. Aber ich meine, Cavani, der hat garantiert noch etwas im Tank hier für die letzten Minuten. Und da hätte man meinetwegen das System umstellen können mit 2 Stürmern, hätte man spielen können. Oder auch, was momentan in der Liga der Fall ist, hätte man Kylian Mbappé auf die 10er-Position setzen können. Aber das ist hier nicht der Fall. Ich bin nicht der Trainer von Paris. Der wird schon wissen, was er tut. Und jetzt kommt hier wieder Dortmund mit einer Flanke. Und war da vielleicht schon wieder das Aluminium im Spiel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde hier gerade das Außennetz getroffen. Und wir gucken uns jetzt nicht den Abschluss von Kevin Trapp jetzt an, sondern gehen jetzt hier weiter nach London. Ja, und hier steht es immer noch 0:0. Und Sie werden es mir nicht glauben, aber Brügge ist tatsächlich stärker geworden und spielt jetzt hier mindestens auf Augenhöhe mit Tottenham Hotspur mit. Von den Spurs kommt recht wenig. Vielleicht jetzt ja eine Chance für Brügge hier ins Halbfinale zu kommen und das wäre die Sensation schlechthin. Jetzt kommt hier Brügge auch einmal mit einem Kopfballversuch, aber die Abwehr kann das Ganze hier unterbinden. Und ich glaube, die Spurs werden so langsam nervös. Der Ball wurde hier erstmal ins Ausgespielt, denn klar, das ist viel zu wenig aus deren Sicht. Und jetzt gibt es hier auch erstmal einen Spielerwechsel. Harry Kane geht hier raus und dafür kommt Emmanuel Adebayor ins Spiel. Frischer Wind für die Offensive hier auf jeden Fall. Vielleicht bringt das ja etwas für die Mannen in den weißen Trikots. So, aber erstmal ein bisschen Einwurf für Brügge. De Bock jetzt hier. Simmons, Vasquez. Und der schickt jetzt hier ein Angreifer, noch der Ball in die Mitte. Und das ist der Pfosten. Das wäre hier fast die Sensationsführung für den FC Brügge gewesen. Aber die ganze Situation ist hier zu heiß. Der Schuss und da ist der Ball im Tor. Brügge führt mit 1:0 in London bei Tottenham. Und wer hätte das für möglich gehalten vor diesem Spiel? Das ist die Sensation schlechthin. Tottenham, das Team, was noch nie verloren hat, scheint es hier tatsächlich die erste Niederlage gegen das Überraschungsteam aus Belgien zu kassieren. Solche Geschichten erzählt doch auch nur der Fußball. Aber was war es auch für ein Schuss? Keine Chance hier für Lloris im Tor irgendetwas zu machen. Der Ball war mega platziert und geht dann perfekt in den Winkel. Und wie auch schon erwähnt, das hatte sich angedeutet, denn Brügge wurde immer stärker. Und jetzt sind die Spurs gefragt. Sie dürfen jetzt hier nicht zu nervös sein, sie müssen jetzt hier auf das 1:1 drängen, das 1:1 erzielen, möglicherweise noch ein zweites nachlegen, denn ein 1:0, das ist keine so gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Aber wir werden jetzt erst einmal gleich erfahren, ob hier etwas passiert, denn wir wechseln mal wieder das Stadion und gehen jetzt hier weiter nach Madrid. Ja, und hier steht es immer noch 0:0. Jetzt mal eine Chance hier. Marcelo, und der trifft den Pfosten. Aber die ganze Sache ist noch heiß. Ronaldo jetzt hier am Ball. Cristiano Ronaldo, und der läuft da fast Marcelo über den Haufen.
Immer noch Ronaldo. Spielt den Ball. Naja, spielt ihn nicht. Er flankt jetzt hier rein. Da ist Benzema. Und Sie sehen schon, Real Madrid hat hier den Druck erhöht. Und langsam oder sicher erspielen sich die Madrilenen hier auch mehr Torchancen als Juventus zu bieten. Und haben generell die Herrschaft über den Platz so ein bisschen jetzt hier übernommen. Und der Ball spielt vom Pfosten an die Hand von Buffon. Und dann wieder zurück zu Marcelo. Jetzt gibt es hier eine Ecke für Real Madrid. Toni Kroos bringt das Ganze jetzt hier rein. Auf Pepe. Pepe kann den Ball jetzt aber nicht verwerten. So, und jetzt erstmal der Abschluss von Gianluigi Buffon. Ein bisschen eher auf Sicherheit machen sie jetzt hier. Aber von Keeper zu Keeper, denn hier ist Keylor Navas, der den Ball jetzt hier wieder aufnimmt. Und so ist Real Madrid jetzt hier wieder im Aufbauspiel. Benzema ist das, der steht hier ziemlich tief für seine normale Position. Gareth Bale könnte jetzt Carvajal schicken, tut er auch. Carvajal, der könnte flanken, bringt den Ball auf Toni Kroos, aber da war Marquisio und konnte den Ball gerade noch so rausgreifen. Nein, entschuldigen Sie, es war Basagli natürlich. Der hat mir mein Auge einen Streich gespielt und jetzt wechseln die Turine auch aus. Alexandro geht runter und Mehdi Benatia, wie ich ja vor nicht zu langer Zeit von FC Bayern München gekommen ist, betritt den Platz. Also Sie sehen, Juventus Turin möchte das Ergebnis hier eigentlich schon mit nach Hause nehmen. Sie merken, Real Madrid wird stärker. Das heißt, sie wechseln jetzt hier einen neuen Innenverteidiger ein. Und er wird jetzt hier auch mit starken Pfiffen empfangen von den Fans von Real Madrid. Die wollen hier natürlich jetzt das erste Tor von ihrer Mannschaft sehen, das ist ja klar. Vielleicht klappt er jetzt mit der Ecke jetzt hier von Luka Modric, wird sie reingebracht. Modric. Der Ball kommt. Doch da ist Buffon und wir gehen weiter nach Lissabon. Ja, und hier ist immer noch Chelsea besser. Und so langsam, glaube ich, wird es immer schwerer für Benfica, hier das 1-1 zu erzielen. Denn sie machen hier nichts. Und jetzt kommt jetzt wieder Chelsea. David Luiz will den Ball auf Costa spielen. Costa jetzt hier. Pedro Rodriguez. Aber da ist Julio Cesar, der den Ball hier noch abwehren kann. Es wird echt sehr, sehr schwer werden für Benfica jetzt hier. Denn sie machen einfach so gut wie nichts mehr nach vorne. Und das müssen sie ja eigentlich, um noch irgendwie Chancen aufs Halbfinale zu haben im Rückspiel in der Stamford Bridge in London. Und jetzt gibt es hier wieder eine Ecke für Chelsea. Fabregas wird sie jetzt reinbringen. Spielt den Ball kurz und das war ja mal ein größerer Schuss in den Ofen als alle Aktionen von Team Rocket bisher. Chelsea ist jetzt ziemlich, hat jetzt den Ball trotzdem wieder zurückerobert, aber die Ecke war jetzt echt von sehr, sehr schlechten Eltern. Aber sehen Sie schon, Lissabon ist ja stark genug und so konnte Chelsea eben den Ball wieder zurückgewinnen und kommt es hier vielleicht wieder, aber da konnte auch mal die Abwehr von Benfica wieder mal ein bisschen glänzen und vielleicht kommt da jetzt etwas von Lissabon. Rafa, Semedo, aber das sieht einfach nicht gut aus. Jetzt ist schon wieder Chelsea im Ballbesitz. Lissabon hat einfach gerade kaum irgendeine Möglichkeit, gute Pässe zu spielen. Sie bringen hier heute einfach keine Leistung auf den Platz und das rächt sich halt eben mit diesem Rückstand jetzt hier. Jetzt hier wieder Chelsea, Diego Costa. Aber hier passiert erstmal nichts und wir gehen weiter. Ja, und zwar nach Paris. Und hier steht es immer noch 2-1 für den BVB. Aber Paris Saint-Germain ist hier deutlich stärker geworden. Und es ist hier klar das bessere Team in diesem Spiel. Da musste Birki eingreifen. Denn sonst wäre das hier das 2-2 gewesen. Kann den Ball jetzt nach vorne schlagen. Aber Paris ist sofort wieder im Ballbesitz. Sie sehen schon, so sieht das jetzt hier auch schon die letzten 10 Minuten aus. Denn Paris Saint-Germain macht hier wirklich richtig viel. Die wollen jetzt hier unbedingt den Ausgleich machen, logischerweise. Denn das 1-2 ist keine gute Ausgangssituation fürs Rückspiel. Jetzt Matuidi mit dem Schuss und da hat nicht viel gefehlt. Ich weiß nicht, ob Birki hier noch dran war. Kriegen wir jetzt hier vielleicht eine Wiederholung? Ja, mal gucken, da kam der Schuss. Nein, Birki war nicht mehr dran und der Ball geht ans Außennetz. Und Paris wäre jetzt hier zum zweiten Mal fast so weit gewesen, drauf und dran gewesen, meine ich eher, das 2-2 zu erzielen. Und Dortmund wechselt jetzt noch einmal aus, aber komischerweise im Sturm, denn Adrian Ramos kommt für Pierre-Emerick Aubameyang. Ich hätte ja jetzt in der Abwehr vielleicht mal durchgewechselt oder zusätzlich noch einen Abwehrspieler reingebracht. Aber wenn das der Trainer von Dortmund nicht für nötig hält, dann wird das auch nicht nötig sein. Denn ich bin ja auch nur ein kleiner Kommentator. Der BVB hält jetzt natürlich den Ball. Wollen natürlich Zeit von der Uhr nehmen. Dazu dient sich wahrscheinlich auch eben der Wechsel. Und kommen jetzt nochmal über Marcel Schmelzer. Jonas Hofmann. Mario Götze jetzt hier. Vielleicht noch einmal eine Chance auf das 3-1. Das wäre dann die Entscheidung. Götze immer noch. Aber Paris ist schon wieder im Ballbesitz. Und jetzt musst du euch Dortmund erstmal wieder schnell nach hinten begeben, um das 2-2 weiterhin zu verhindern.
So. Die Maria jetzt hier spielt den Ball auf Neymar, aber der läuft mit dem Ball ins Aus. Und hier scheint gerade erst einmal kein Tor zu fallen. Das heißt, wir gehen mal wieder eine Station weiter. Und zwar nach London. Ja, und hier beschweren sich gerade die Spieler von FC Brügge. Denn es gab hier einen Foulspieler, einen Spieler von Tottenham, was eine sehr, sehr gute Freistoßposition nach sich zieht für die Spurs. Und ich weiß gar nicht, warum sie sich jetzt hier überhaupt beschwert haben. Das war ja wohl mal ein klares Foulspiel hier. Und da können sie von Glück noch reden, dass das Ganze nicht im Strafraum passiert ist, denn da fehlt ja nicht allzu viel. Und jetzt kann Eriksen, der den Ball jetzt hier auch treten wird, noch einmal eine gute Chance kreieren für Tottenham hier. Knapp 4 Minuten vor Schluss, um hier noch ein Tor zu erzielen. Das 0:1 wäre viel zu wenig für die Spurs. Der Ball kommt, Eriksen bringt ihn rein auf Dembélé. Aber der Keeper der Belgier kann den Ball hier abfangen. Und das Wunder von London, so nenne ich es jetzt hier einfach mal. Es rückt immer, immer näher. Noch 3 Minuten sind hier auf der Uhr. Und es wäre die erste Niederlage in diesem Wettbewerb für die Spurs. Und dann gleich eine, die richtig, richtig wehtut. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Noch versucht Tottenham, aber es kommt nicht so richtig durch. Denn Brügge steht gut in der Abwehr. Und halt versucht jetzt natürlich auch den Ball da vorne zu halten. Aber Tottenham, die wollen jetzt natürlich etwas machen. Haben den Ball zurückerobert, kommen jetzt hier wieder. Aber Brügge schießt den Ball schon wieder raus. Und wir gucken jetzt erst einmal, was eigentlich gerade Real Madrid und Juventus machen im Bernabeu. Ja, hier in Madrid läuft die letzte Minute der regulären Spielzeit. Und ich denke mal, hier wird nicht mehr so viel passieren. Real Madrid hatte zwar eine Druckphase, aber das ist inzwischen nicht mehr so. Jetzt kommt vielleicht noch einmal Juventus. Wir sind jetzt schon in der Nachspielzeit. Könnte noch einmal gefährlich werden. Benatia jetzt hier. Marquisio. Dybala. Kedira. Wird das Ganze jetzt hier vielleicht auch wirklich mal gefährlich? Sie kommen momentan nicht durch, weil Real Madrid steht hier gut. Manzuk ist jetzt hier auf Cuadrado. Der könnte jetzt einmal schießen. Cuadrado, aber da steht Marcelo. Und Real Madrid ist wieder im Ballbesitz. Und es sieht nicht so aus, als wenn jetzt auch etwas passieren würde. Der Ball ist jetzt im Aus. Real Madrid hat noch einmal einen Einwurf. Ich weiß auch nicht, wie viele Minuten in der Nachspielzeit schon um sind, aber viele können hier nicht mehr auf der Uhr sein. Hier ist jetzt Ronaldo am Ball. Weiter auf Kovacic und Modric. Vielleicht kriegt ja hier Real Madrid noch eine Chance. Bale. Carvajal. Das sieht doch nicht so schlecht aus. Jetzt vielleicht noch einmal. Wieder Carvajal kann den Ball noch einmal reinbringen, aber Buffon hält den Ball fest. Schlägt ihn jetzt auch raus. Gibt es jetzt vielleicht doch noch einmal eine Chance? Dybala, ich dachte, der Schiri pfeift ab, aber ist nicht der Fall. Dybala fällt den Ball an Bale. Und jetzt ist das Spiel hier auch vorbei. Juventus und Real trennen sich 0:0. Und wir sehen uns dann von meiner Seite aus morgen wieder bei der Europa League. Ciao und bis zum nächsten Mal.